Guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kollegen, liebe Kolleginnen. Herr Professor Junginger und ich begrüßen Sie sehr herzlich zu unserer ersten Veranstaltung in diesem neuen Jahr. Wir wünschen Ihnen trotz schlechten Nachrichten alles Gute und dass Sie gesund sind. Wir müssen aufgrund der Situation, die Ihnen allen bekannt ist, die Veranstaltungen zumindest im ersten Halbjahr online durchführen. Wir hoffen aber, obwohl wir Sie nicht persönlich treffen, dass wir dadurch den Kontakt zu Ihnen als Mitglieder aufrechterhalten können. Glauben Sie, wir würden Sie lieber im Hörsaal sehen als überhaupt nicht. Wir freuen uns und wir schätzen es, dass Sie uns Ihre Unterstützung weiterhin geben und kontinuierliches Interesse an den Veranstaltungen haben. Heute mit einem aktuellen Corona-assoziierten Thema. Es geht um die Frage, ob Ernährung und Vitamine Einfluss haben können auf das Infektionsrisiko mit dem SARS-CoV-2-Virus und oder auf den Verlauf bzw. die Schwere der Covid-19-Erkrankung. Zu dieser Frage gab es in den letzten Monaten etliche Meldungen und Meinungen, seriöse und weniger seriöse, aber auch wissenschaftlich fundierte Publikationen. Der Autor einer solchen Publikation ist der heutige Vortragende Professor Bisalski, der sein ganzes Berufsleben der Ernährungsmedizin gewidmet hat. Sein Interesse an der Bedeutung von Ernährung für die Medizin hat seinen Anfang in Mainz genommen, wo er nach dem Medizinstudium als wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Physiologie der Abteilung für Biophysik gearbeitet hat. Am Institut für Physiologische Chemie der Universität Mainz wurde er dann auch habilitiert und erhielt dort 1987 seine erste Professur. 1994 nahm er den Ruf auf die C4-Professur am Lehrstuhl für biologische Chemie und Ernährung der Universität Hohenheim an und arbeitet dort bis zu seiner Emeritierung in verschiedenen leitenden Positionen. Seit mehr als 30 Jahren beschäftigt sich Professor Bisalski wissenschaftlich mit gesunder Ernährung und deren Rolle für Erkrankungen und Lebensqualität. Ohne sich den vielfältigen Ernährungstrends unserer Zeit anzuschließen, diese aber sehr wohl wissenschaftlich-medizinisch evaluiert hat. Ein besonderes Anliegen ist Herrn Professor Bisalski die gesunde Ernährung armer Familien und älterer Menschen, sei es in den westlichen Industrienationen oder in der dritten Welt, sowie vor allem im Krankenhaus und in den Altersheimen. Seine zahlreichen Publikationen, Auszeichnungen, Mitgliedschaften und Ämter zeugen von seiner Expertise und seiner Anerkennung. Von ihm werden wir nun heute Abend erfahren, wie die Datenlage zur Ernährung und den Vitaminen bei den SARS-CoV-2-Infektionen und bei der Covid-Erkrankung ist und welche Schlüsse gezogen werden können. Ich möchte noch anmerken, dass er als freiwilliger Helfer in die Corona-Arbeit eines rheinhessischen Gesundheitsamtes eingebunden ist und die Herausforderungen im Umgang mit dem SARS-Virus und den Daten kennt. Bevor wir nun Ihnen, Herr Bisalski, das Wort und die Kamera übergeben, möchte ich an unsere Teilnehmer, unsere Zuhörer noch einen Hinweis geben. Sie können Ihre Fragen jederzeit mit der Funktion F und A, Fragen und Antworten, die Sie unten an der Bildleiste, also unten am Ende des Fensters sehen, dort können Sie die Fragen formulieren. Wir werden die Fragen auf jeden Fall erst nach dem Vortrag von Herrn Bisalski beantworten. Und wenn es viele sind, werde ich mir auch erlauben, diese zusammenzufassen.
Herr Bisalski, Sie könnten jetzt von meiner Seite loslegen. Ja, soweit ich sehe, ist zwar nicht die erste Folie zu sehen. Gehen wir mal nach oben, damit wir die sehen. So, ich möchte Sie begrüßen. Freue mich, dass Sie so vielfältig da sind. Mein Schwerpunkt hat Frau Seibert-Gräve, die mich sehr freundlich vorgestellt hat, schon dargestellt, wobei ich noch dazu ergänze, dass ich mich eigentlich fast 40 Jahre mit Vitaminen befasst habe und der Frage, wie bekommen wir genug davon, beziehungsweise was passiert, wenn wir nicht genug haben. Und das führt mich weiter zur Problematik Ernährung und Vitamine bei Covid-19. Covid-19 als Coronavirus Disease 2019, so das etablierte Kürzel. Die Frage ist, gesunde Ernährung in ungesunden Zeiten. Und ich will der Frage nachgehen, was ist gesunde Ernährung? Das ist übrigens relativ schnell beantwortet. Zweite, ist das für jeden möglich? Und helfen Vitamine, wenn ja, welche? Da ist noch ein Mikrofon an, das könnte eventuell etwas stören. Gut, gesunde Ernährung, was ist das? Gesunde Ernährung enthält neben ausreichender Energie, und das ist es, wenn wir Hunger haben, suchen wir nach Energie. Wir suchen nicht, wenn wir Hunger haben, nach Vitamin C. Alle wichtigen Nährstoffe, Vitamine, Minerale und Spurenelemente. Und so kann man sagen, gesunde Ernährung ist eine Ernährung, die nicht krank macht. Nicht mehr und nicht weniger. Eine ganz einfache Definition. Das heißt, wenn mir ein Vitamin fehlt, werde ich auf Dauer krank. Dann habe ich unter Umständen keine gesunde Ernährung. Oder aber ich habe eine Störung, dass ich das Vitamin nicht aufnehme. Das heißt, gesunde Ernährung ist eine Ernährung, die unsere Entwicklung und Gesundheit sichert. Und damit bin ich bei der Definition der FAO, die das als Ernährungssicherheit bezeichnet und sagt, das besteht dann, wenn alle Menschen zu allen Zeiten physischen, sozialen und ökonomischen Zugang zu ausreichend sicheren und nahrhaften, das sind die Mikronährstoffe, Lebensmittel haben, die ihren Nahrungsbedarf und ihre Lebensmittelpräferenzen, auch das muss berücksichtigt werden, für ein aktives und gesundes Leben sicherstellen. Und die Frage ist das, ist gesunde Ernährung eigentlich für jeden möglich? Wir leben in einem der reichsten Länder der Welt und eigentlich sollten wir davon ausgehen, dass wir alle kein Problem damit haben. Und ich möchte mit meinem Beitrag vor allen Dingen die Kollegen ein bisschen sensibilisieren, etwas genauer hinzusehen, wenn es um bestimmte Gruppen geht und die Frage, sind die ausreichend ernährt oder sollte man hier eventuell mal etwas näher nachschauen. Wenn es also um gesunde Ernährung geht, dann würde ich mal sagen, ganz normal ist das eine gesunde Mischkost, die besteht aus Obst, Gemüse, tierischen Lebensmitteln und eben den sogenannten Sättigungsbeilagen, ein wunderbares Wort, stärkehaltige Lebensmittel sind das, also Reis, Kartoffeln, Nudeln. Und wenn wir uns jetzt ansehen, was die kosten, dann fällt auf, dass es eine britische Studie, in Deutschland haben wir bedauerlicherweise eine solche Studie noch nicht, dann sieht man, dass stärkehaltige Lebensmittel, die sättigen, ja, Kartoffeln und Nudeln machen satt, am preisgünstigsten sind, gefolgt von Fetten und süßen Fertigprodukten. Dann kommen die tierischen Lebensmittel und ganz oben steht Obst und Gemüse, ist am teuersten und saisonabhängig auch, was den Preis angeht. Und wenn wir das uns ein bisschen näher ansehen, dann stellen wir fest, dass in den preisgünstigen Lebensmitteln, also Kartoffeln, süße Sachen wie Schokolade, Cracker, Zucker, Bohnen, auch Öle, dass da die sättigen, dass aber die Mikronährstoffdichte gering ist und sie sind relativ preisgünstig. Unten auf der X-Achse sind die Energiekosten in Euro pro Megajoule oder Kilokalorien und neben ist die Lebensmittelenergie, das heißt die Energiedichte. Also hohe Energiedichte bedeutet gleichzeitig auch geringe Mikronährstoffdichte. Und wenn wir uns ansehen, was unten ist, dann sehen wir, die Lebensmittel, die viel kosten, wie Fisch, Gemüse, fettarmes Fleisch, ja, aber auch durchaus Milchprodukte, die haben eine höhere Mikronährstoffdichte, sie sind aber eben einfach teurer. Und daraus ergibt sich dann das, was die Briten in ihrer Studie festgestellt haben, dass eine gesunde Ernährung bis zu dreifach teurer ist als eine weniger gesunde.
Die weniger gesunde sättigt vielleicht, aber sie ernährt nicht. Und deswegen dürfen wir den Fehler nicht machen, zu glauben, dass man Mangelernährung erst dann sieht, wenn die Betroffenen klapperdürr sind. Mangelernährung gibt es auch bei Übergewichtigen. Das ist eine Frage der Zusammensetzung der Lebensmittel. Das heißt, wenn wir eine Ernährung wollen, die uns nicht krank macht, das heißt, die alles beinhaltet, dann müssen wir dafür etwas Geld ausgeben. Und wenn wir jetzt in die Pandemie reinschauen, das war die erste Welle, April 2020, dann sehen Sie, dass genau die Lebensmittel, die eine wichtige Quelle für Mikronährstoffe sind, enorm teuer geworden sind. Gemüse um 27% gestiegen. Ich habe leider keine Daten aus der zweiten Welle. Und Sie sehen auch ganz unten, das, was preisgünstig ist, im Preis sogar stark abgenommen hat, sind Kartoffeln. Also wir haben wieder die Schere, dass die preisgünstigen, aber ansonsten von der Mikronährstoffdichte, also von der Ernährungsqualität eher weiter unten stehenden Lebensmittel deutlich günstiger sind. Alle anderen sind teurer. Insgesamt hat wir müssen bei den Frischprodukten schauen, Fertigprodukte sehen wir noch. Insgesamt sieht man also, wenn ich einkaufe, um zu kochen, also frische Produkte und keine Fertigprodukte, dann muss ich einfach eine bestimmte Menge an Geld hinlegen. Und damit stellt sich die Frage der Ernährungsarmut und die Frage, kann sich das jeder leisten? Und von Ernährungsarmut betroffen sind Kinder, Senioren und grundsätzlich Menschen, die in Armut leben. Fangen wir mit den Kindern an. Da müssen wir feststellen, dass wir in Deutschland leben 20% aller Kinder in Armutshaushalten. Das heißt, wir haben auch, wenn man sich die Entwicklung ansieht, keine wirkliche Veränderung, eher ein leichtes Ansteigen von Kindern in Armutshaushalten. Und das wird durch die Pandemie noch weiter zunehmen. 42% dieser Kinder leben bei Alleinerziehenden. Und man sieht auch ein deutliches Ost-West-Gefälle, wenn Sie sich die türkisen Balken ansehen. Das ist der Osten, das Hellbraun ist der Westen. Und dann sehen Sie, dass das die Hauptgruppe Kinder zwischen 3 oder unter 3 bis 6 Jahren sind, die davon betroffen sind. Und nun ist auch nicht unwesentlich darauf hinzuweisen, dass die Mehrheit der armen Kinder, nämlich 60%, über einen relativ langen Zeitraum in Armut aufwachsen. Das heißt, wenn da die Ernährung nicht stimmt, weil die Finanzen nicht stimmen, dann haben diese Kinder ein echtes Problem. Und jetzt schauen wir uns an, wie es aussieht, wenn ich diese Kinder gesund ernähren will. 2007 bereits hat Frau Kersting vom Institut für Kinderernährung das mal hochgerechnet und festgestellt, dass die damaligen 2,47 Euro, die es gegeben hat, heute gibt es knapp 2,80 Euro pro Tag für Ernährung, für die Ernährung von Kindern bis zum 6. Lebensjahr nicht ausreichen und auch gar nicht für Kinder zwischen 7. und 14. Und somit geht es weiter. Das heißt, die zur Verfügung stehenden Mittel reichen selbst unter den von Frau Kersting gewählten, wie man sagen, extremen Bedingungen, das heißt Discounter-Hopping und gucken, wo gibt es den Paprika-Moment am billigsten, dass das nicht funktionieren kann, was übrigens durchaus politisch auch bekannt ist. Und wenn man sich nun ansieht, weil das ja immer so ein Argument ist, man kann doch, wenn man will und wenn man kocht und wenn man macht und dann müsste das doch gehen, schauen wir einfach mal auf die Gießener Ernährungsstudie, da hat man versucht, so einzukaufen, so günstig wie möglich, um da eine Vollwertkost oder eine ausgewogene Mischkost von zusammenzustellen. Die kostet pro Monat 227 Euro, das ist die Vollwertkost. Die hat einen geringeren Anteil an Fleisch, dafür einen höheren Anteil an pflanzlichen Lebensmitteln. Verglichen mit der Mischkost, die bei 259 Euro liegt. Das sind Daten von 2008. Ich würde mal davon ausgehen, dass die Daten heute höher liegen, ohne dass ich am ALG 2, nämlich 149 Euro für die Ernährung pro Monat etwas geändert hätte. Das heißt, davon kann man das, was wir als gesunde Ernährung bezeichnen und begreifen, nicht wirklich leisten. Die Konsequenzen, gerade für Kinder, zeichnen sich ab. Das ist auch lange bekannt. Dass nämlich Übergewicht bei Kindern aus armen Familien, also mit niedrigem Sozialniveau, bis zu 5-mal höher ist
als bei Kindern aus gutem sozialen Niveau. Da spielen sicherlich auch andere Dinge mit eine Rolle. Ganz vorne stehen bei der Ernährung sicherlich die preisgünstigen Fertigprodukte, die sehr fett und sehr süß sind, aber eben schnell zubereitet sind. Es spielt Kenntnis von Ernährung zweifellos eine Rolle. Aber wenn Sie sich die Zahlen ansehen, dann werden Sie feststellen, selbst bei guter Kenntnis können Sie dauerhaft, und darum geht es. Es geht nicht darum, einmal in der Woche gut zu kochen oder dreimal in der Woche gut zu kochen. Das kriegt man vielleicht hin. Sondern es geht um das Dauerhafte, dass Sie Kinder dauerhaft davon nicht ausreichend ernähren, da, wie diese Website eben festgestellt hat, gesunde Lebensmittel häufig zu teuer sind. Sodass also Kinder aus armen Familien tatsächlich ein nicht unwesentliches Problem haben. Die Frage ist, welche Konsequenzen hat das? Eine der wesentlichen Konsequenzen, und die hat man bereits bei einer Untersuchung an 250.000 Kindern in Brandenburg gesehen, arme Kinder sind in der Tendenz kleiner. Das kennt man aus Entwicklungsländern, dass Kinder ein verzögertes Längenwachstum haben, wenn sie nicht ausreichend ernährt sind. Und sie haben auch kognitive Störungen. Das heißt, sie haben Störungen der Sprachentwicklung, die auf eine Störung der Hirnentwicklung durch fehlende Mikronährstoffe, insbesondere Zink, Eisen und Jod, und das sind die Problem-Mikronährstoffe, aber auch Vitamin A und D, zurückzuführen sind. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass Kinder in Armut unzureichend ernährt sind und damit ihre Entwicklung gestört ist, die ist naheliegend, aber so gut wie nicht untersucht. Und deswegen habe ich unten immer, jetzt auch auf den folgenden Folien, die Quintessenz des Gutachtens des Wissenschaftlichen Beirats des Ministeriums für Ernährung und Landwirtschaft, dem ich auch angehöre, im Rahmen einer großen Studie oder eines großen Berichtes zu Ernährung nochmal dargestellt. Die kommen, die Experten, das sind 20 an der Zahl, kommen zu dem Ergebnis, nicht zuletzt bedarf es einer deutlich verbesserten Datenlage zu dem Ausmaß und den Bestimmungsgründen von Ernährungsarmut. Wir wissen, dass es das gibt, wir haben einige wenige Daten, aber es fehlt in diesem Fall der politische Wille, hier tatsächlich mal etwas genauer hinzusehen. Das heißt, wenn man das geringe Einkommen mal zugrunde legt und schaut, was passiert eigentlich in armen Familien, dann stellt dieses Gutachten fest, es ist eine deutlich eingeschränkte Vielfalt an Lebensmitteln. Es werden sattmachende Lebensmittel bevorzugt. Das ist völlig klar, sie sind günstiger und sie machen eben einfach satt. Und es gibt nicht jeden Tag eine warme Mahlzeit. Auch dazu hat der Wissenschaftliche Beirat sich geäußert, Armut beeinträchtigt die Möglichkeiten, eine gesundheitsfördernde Ernährung zu praktizieren und erhöht das Krankheitsrisiko. Das wiederum ist in einer Studie der Bertelsmann Stiftung sehr deutlich gezeigt worden, dass arme Kinder sehr viel häufiger krank sind. Wohlgemerkt, Ernährung ist ein Teil, es gibt viele andere Aspekte, aber an der Ernährung könnten wir, wenn wir es wollten, am leichtesten etwas ändern. Kommen wir zu den alten Menschen. Die Prävalenz der Mangelernährung alter Menschen, das sind verschiedene Studien, unter anderem die letzte des Nutrition Days 2018, liegt in Seniorenheimen bis zu 60%. Im Pflegebericht ist das bereits seit mehr als 10 Jahren nachzulesen, dass die Mangelernährung in Pflegeheimen bis zu 60% ist, beziehungsweise je nach Studie dann auch etwas geringer. Und das ist das Entscheidende, da komme ich noch darauf zurück, in Krankenhäusern fällt die Mangelernährung häufig erst dann auf, wenn danach geguckt wird, wenn Patienten in die Krankenhäuser kommen. Und da liegt die Zahl auch je nach Alter zwischen 40-60%. Auch dazu der Wissenschaftliche Beirat: Mangelernährung im Alter schränkt die Lebensqualität ein, erhöht die Gesundheitskosten und das Risiko, vorzeitig zu versterben. Auch Ernährung wieder ein Aspekt, wenn man sich mal klar macht, dass ein Mann, der in Armut lebt, 10 Jahre kürzer lebt als im Mittel. Bei Frauen sind es 7 Jahre. Schauen wir uns die Bedeutung der Mangelernährung an. Dann sehen Sie, dass bei dem letzten Nutrition Day, wo Krankenhäuser dann ihre Daten melden, man beobachtet hat, dass die über 80-Jährigen in bis zu fast 60% mehr oder weniger schwer mangelernährt sind. Es gibt die moderate Mangelernährung, das ist SGAB, ist grün,
oder die schwere Mangelernährung, SGAC, ist violett. Das heißt, dass man da in einzelnen Kliniken das beobachtet. Dazu muss gesagt werden, die wenigsten Kliniken schauen bei der Aufnahme älterer Patienten nach dem Ernährungszustand. Und ich möchte das mal hier dazu sagen. Und wenn man sich dann die übliche Klinikskost ansieht, und da habe ich eine gewisse Erfahrung, da kann man nur sagen, die trägt zur weiteren Entwicklung der Mangelernährung durchaus bei. Auch hier müsste mal sehr gezielt etwas verändert werden, dass man genau hinsieht und dann auch handelt. Das ist nicht eine Frage, dass man sagt, man kann mal 3 Tage nichts essen, sondern es geht einfach darum, auch die Menschen zu beraten und sie aufzufangen und damit eben einen Beitrag zu leisten, dass sie sich besser ernähren können. Das Problem ist ein bisschen, das sagt Frau Volkert von der Deutschen Geriatrischen Gesellschaft, die seit vielen Jahren auf dem Gebiet der Mangelernährung arbeitet, dass sie sagt, 50% der geriatrischen Patienten sind bereits von einer Mangelernährung betroffen, bevor sie in die Klinik kommen. Auch hier wieder eine unzufriedenstellende Datenlage und keinerlei Daten von Senioren im privaten Bereich und sehr dürftige Daten in Heimen. Ich denke, die brauchen wir nicht nur, um das zu bestätigen, ich glaube, das wird sich bestätigen, sondern auch, um handeln zu können. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung hat gesunde Ernährung für alte Menschen definiert. Sie sagen ganz deutlich, der alte Mensch braucht weniger Energie, aber er braucht genauso viele Vitamine und Mikronährstoffe, wie er sie 20 Jahre vorher gebraucht hat. Das heißt, er muss eine Kost mit höherer Nährstoffdichte als junge Menschen anstreben. Und damit haben wir wieder das Preisproblem, um das Problem zu bezahlen. Altersarmut ist auch in den meisten Fällen Ernährungsarmut. Das heißt, wenn so etwas nicht berücksichtigt wird, so entsteht eine Mangelernährung durch Mangel an einzelnen oder mehreren Nährstoffen. Und wenn wir das mal auf europäischem Maßstab ansehen, die Versorgung mit Vitaminen und Mineralen ist kritisch. Ich will jetzt nicht jedes einzelne durchdeklinieren. Man sieht nur, bei Vitamin D erreichen fast 100% die mittleren Werte einer gesunden Bevölkerung nicht. Das ist nicht, liegt deutlich unter den Empfehlungen. Das ist etwa 70% dessen, was empfohlen wird. Bei Vitamin B1 sind es bis zu 50%. Und ich will mich auf 2 Vitamine jetzt beziehen, nämlich auf Vitamin A und Vitamin D, weil die in Corona-Zeiten von ganz besonderer Bedeutung sind. Sie sehen im Übrigen auch, dass Calcium und Magnesium ganz kritische Mikronährstoffe sind. Fangen wir mit Vitamin D an, wenn es um Ernährung geht. Wo kriegen wir Vitamin D her? Die mittlere Aufnahme, das zeigen große Studien, liegt bei 3 Mikrogramm pro Tag. Die Empfehlung liegt bei 20. Nun ist es so, dass die Synthese in der Haut bei jungen Menschen und Menschen im mittleren Alter bis zu 80% des täglichen Bedarfs liefert. Und wenn man in die Sonne geht, täglich, da reicht im Sommer eine halbe Stunde, dann ist man ausreichend versorgt. In diesem Punkt gleich noch eine Richtigstellung. Es geistert durch die Presse die Aussage wohl des RKI und auch des BfR, wer im Sommer genug in die Sonne geht, hat im Winter genug Vitamin D gespeichert. Das ist leider falsch. Wir können Vitamin D nicht speichern. Wir haben ganz geringe Speicher für Vitamin D, die wenige Tage reichen, wenn wir nicht in die Sonne gehen, und dann sinken die Vitamin-D-Spiegel ab. Und damit ist das zweite Problem aufgegriffen, dass mit steigendem Alter die Synthese um bis zu 50% in der Haut absinkt. Das heißt, der alte Mensch ist auf Lebensmittel angewiesen und damit kommt das Problem. Das einzige Lebensmittel, was wir haben für Vitamin D, ist fetter Fisch. In verschiedenen Foren wird immer wieder erwähnt, dass auch die Avocado eine gute Quelle sei. Das ist leider falsch. Die Avocado ist als Vitamin-D-Quelle völlig ungeeignet, weil im Grunde genommen nichts drin ist. Sodass wir also darauf angewiesen sind, dass wir entweder über Sonnenlicht, das geht bei der gesunden Haut bis zum gewissen Alter, etwa 65, und auch über fetten Fisch, das ist nicht nur Lachs, das sind Hering und andere Fische, unsere Vitamin-D-Versorgung sicherstellen müssen. Vitamin A, im Alter können wir zunehmend beobachten, und ich hatte Ihnen das ja gezeigt, auf europäischem Maßstab waren das fast 30%. Wenn man dann im Bereich der Empfehlungen sich das nochmal anguckt,
weil die höher liegen, sind es noch mehr, liegt es einfach daran, dass der Anteil an tierischen Lebensmitteln, in denen Vitamin A vorkommt, stark abnimmt. Von welchen tierischen Lebensmitteln ist die Rede? Auch da haben wir nicht so viele. Es ist Leber, so meine Empfehlung immer, mindestens alle 14 Tage mal eine Scheibe Leber, das ist eine hervorragende Vitaminquelle. Und es sind Eier, mehr ist nicht. Und die zweite Quelle ist das Provitamin A. Aber auch da muss man klar machen, wir können zwar über Gemüse, über Orange und tiefgrüne Gemüse und über Säfte und über die berühmten Karotten, wohlgemerkt nicht als rohe Karotte, sondern nur entsaftet, denn sonst können wir Beta-Carotin, was da drin steckt, nicht aufnehmen, können wir das aufnehmen. Wir brauchen aber relativ viel. Wir brauchen 12 Milligramm, um das eine Milligramm Vitamin A pro Tag, was wir brauchen, herzustellen. Die mittlere Aufnahme in Deutschland liegt bei 3-4 Milligramm. Ich würde sagen, offensichtlich reicht es, dass noch die Speicher, die wir für Vitamin A in der Leber haben, die Aufgabe übernehmen können. Und sofern wir uns nicht wirklich ungesund ernähren, ja, also auf vieles auch verzichten, sollten wir in unserer Leber genügend Vitamin A gespeichert haben, wobei mit zunehmendem Alter auch diese Reserven abnehmen können. Jetzt geht es um die Frage, helfen Vitamine bei Corona? Wenn ja, welche? Wenn man eingibt Vitamine und Covid und Corona, kriegen Sie hunderte von Arbeiten und es wird eigentlich jedes Vitamin durchdekliniert. Es werden die Minerale, Spurenelemente, alles wird durchdekliniert, was wichtig ist und was uns vor Corona schützt. Aber bisher gibt es keine gesicherten Studien, die diese Annahmen bestätigen. Lediglich für die beiden Vitamine A und D, wobei im Vordergrund D steht, das hat aber wiederum ein paar andere Gründe, nämlich analytische Gründe, kann man eine Beziehung zu Corona beobachten und die lässt sich auch begründen. Und das will ich im Folgenden ein bisschen versuchen. Und zwar zunächst einmal dadurch, dass die beiden Vitamine A und D eigentlich keine Vitamine sind, sondern es sind Steroidhormone. Und sie verhalten sich auch wie Steroidhormone. Steroidhormone, zu denen auch Androgene, Östrogene und so weiter gehören, werden im Blut immer gebunden an ein Protein transportiert und dann sind sie inaktiv. Also nehmen Sie Testosteron zum Beispiel, ist an das Sexualhormon bindende Globulin gebunden und solange es gebunden ist, hat es keine Aktivität. Aus dieser Bindung wird es freigesetzt und in die Zelle transportiert und dort aktiviert. Das ist bei Vitamin A und D genauso. Das heißt, Retinol oder das 25-Hydroxyvitamin D werden in die Zelle transportiert und dort entweder zu Retinsäure bei Vitamin A oder zu dem 1,25-Dihydroxyvitamin D aktiviert. Die machen jetzt etwas, was Steroidhormone genauso machen. Sie sind Liganden für Kernrezeptoren. Und zwar für den Rezeptor für Retinsäure, RAR, oder 9-cis-Retinsäure, RXR, oder VDR für den Vitamin-D-Rezeptor. Die beiden, RAR und VDR oder RXR und VDR, hängen sich einander. Das heißt, sie bilden Heterodimere und aktivieren ein Vitamin-D-responsives, also verantwortliches Element. Und damit werden aus diesen Genen bestimmte Proteine abgelesen. Wir kennen inzwischen mehr als 500, die Wachstum und Entwicklung von Zellen steuern. Das heißt, es ist genau das, was Hormone machen. Sie regulieren Stoffwechselvorgänge, sie regulieren die Bildung von bestimmten Enzymen und, die dann für den Stoffwechsel wichtig sind. Und für die beiden Vitamine ist noch etwas anderes wichtig. Sie werden gebraucht zur Reifung und Funktion von Zellen des angeborenen und erworbenen Immunsystems. Also der Granulozyten, der Makrophagen oder auch der Reifung im Knochenmark von B-Lymphozyten und T-Lymphozyten, die dann im Grunde genommen unsere Immunabwehr kontrollieren und bestimmen. Und um zu verstehen, wie diese beiden Vitamine funktionieren, kann man sich das noch auf eine andere Art und Weise ansehen. Wenn pathogene Keime eindringen, mal sehr grob formuliert, dann wird das Immunsystem aktiviert und wirkt zunächst mal ganz stark proentzündlich, indem es Zytokine, also chemische Abwehrstoffe, gebildet werden, die sich gegen die pathogenen Keime richten. Und demgegenüber, damit das nicht aus dem Ruder läuft, gibt es antientzündliche Faktoren, sodass eine Waage beibehalten wird. Bei starken Reaktionen sinkt die Waage zur proentzündlichen Seite und dann muss die antientzündliche wiederhergestellt werden.
die dann möglicherweise auch mal etwas stärker wird, sodass wir also eine mehr oder weniger eine vage Situation haben. Und letztendlich kommt es darauf an, und das wird gerade bei uns bei Corona so deutlich, dass dieses System im Gleichgewicht ist. Der Zytokinsturm, der zu den schweren Lungenschäden führt, ist im Grunde genommen eine Fehlregulation der proentzündlichen Antwort, die dazu führt, dass sehr viele Zellen, die vom Virus befallen sind, aber noch selber nicht kaputt sind, weiter zerstört werden. Ich will Ihnen jetzt zeigen, wo Vitamin D auch immer im Zusammenhang mit Vitamin A, weil sie gemeinsam agieren, aber es ist beim Vitamin D am besten untersucht, wo Vitamin D sich mit diesem Virus auseinandersetzt. Das ist das Renin-Angiotensin-System, von dem man bisher nur glaubte, dass es im Grunde genommen eine reine blutdruckregulierende Wirkung hat. Und wir wissen seit einiger Zeit, dass es in nahezu allen Zellen, zum Beispiel auch in den Endothelzellen der Gefäße vorkommt und da eine ganze Reihe von Funktionen hat. Kurz gefasst ist es so, dass ein in der Niere gebildeter Stoff, das Renin, das in der Leber gebildete Angiotensinogen spaltet zu Angiotensin 1, dann kommt das Angiotensin-Converting-Enzyme und es entsteht das Angiotensin 2 und die aktivieren einen Rezeptor, der unter anderem den Blutdruck steigert, den Gefäßtonus beeinflusst und proentzündlich ist. Das heißt, er regelt Entzündungsreaktionen. Moment. Damit dieses System nicht ein starres System ist und aus dem Ruder läuft, gibt es einen gegenregulatorischen Weg. Das heißt, die Waage. Der funktioniert so, dass im Grunde genommen das Angiotensin 1 und auch das 2 über das Angiotensin-Converting-Enzym 2, welches erst seit 10 Jahren bekannt ist, in einen anderen Stoffwechselweg geleitet werden, der dann dazu führt, dass die Blutdruckregulation gedämpft wird, der Gefäßtonus und vor allen Dingen auch die Entzündung. Das ist der sogenannte gegenregulatorische Pathway, der ganz wichtig ist, damit diese Waagesituation wiederhergestellt wird. Und jetzt schauen wir uns an, was macht denn Vitamin D, damit auch diese Waagesituation, das heißt die antientzündliche, immer wieder angestoßen wird und immer wieder reguliert wird. Vitamin D kann die Bildung des Renin am Renin-Gen durch direkte Aktion am Gen hemmen. Die Folge ist, dass der klassische Weg Angiotensinogen zum AT1-Rezeptor gedämpft wird. Damit ist der proinflammatorische Teil etwas reduziert. Nun hat sich dieses Virus aber etwas, wenn ich es mal so ausdrücken darf, ziemlich Gemeines ausgedacht. Es kommt nämlich genau über den ACE2-Rezeptor, den wir als gegenregulatorischen Maßnahme, also dieses Enzym, welches wir da brauchen, und zerstört ihn. Das heißt, der Weg in den Counter-Regulatory Pathway ist versperrt. Es kommt zu proentzündlichen Reaktionen. Und die Frage ist, wie kann sowas weiter geregelt werden? Einmal natürlich die Herunterregulierung der Reninbildung. Und jetzt sieht man, dass Vitamin D auch die Bildung von ACE2-Rezeptoren steuern kann. Das heißt, es kommt zur vermehrten Bildung von ACE2-Rezeptoren, sodass dann dieser Counter-Regulatory Pathway wieder aktiv werden kann. Das heißt, die Waagesituation ist wiederhergestellt. Nun kann man beobachten, dass bei den Komorbiditäten, die für schwere Verläufe der Covid-19-Erkrankung mitverantwortlich sind, das heißt Menschen, die hohen Blutdruck haben, Diabetes, ein Body-Mass-Index über 35 oder kardiovaskuläre Erkrankung beziehungsweise ein bestimmtes Alter überschreiten, die haben ein höheres Risiko für schwere Verläufe. Und bei diesen kann man feststellen, dass diese Erkrankungen häufig mit niedrigen Vitamin-D-Spiegeln assoziiert sind. Eine Erklärung ist natürlich die allernaheliegendste. Menschen mit diesen assoziierten, mit diesen Komorbiditäten haben häufig ein Alter über 65. Das heißt, damit ist schon das Problem beschrieben, dass gerade der alte Mensch eine schlechte Vitamin-D-Synthese und auch häufig bis zu 80% oder je nach Studie auch mehr eine unzureichende Vitamin-D-Versorgung hat.
Ich habe das bewusst in den Vortrag eingebaut, weil ich weiß, dass viele Kollegen dabei sind, einfach um sie ein bisschen zu sensibilisieren und hinzuschauen bei verschiedenen Gruppen, die ich als Risikogruppen betrachte, wenn es um die Versorgung eben mit Vitaminen, das heißt gesunde Ernährung oder im Speziellen mit Vitamin D geht. Und wenn man sich nur fragt, was sind die Ursachen neben dem fortgeschrittenen Alter? Es ist die unzureichende Synthese durch nördliche Breitengrade und Wintermonate, durch die Bekleidung, hier müssen wir bei Migranten besonders genau hinschauen, auch pigmentierte Haut. Es ist im Sommer die Sonnencreme mit einem Sun Protection Factor von größer als 10. Es sind Heimbewohner mit reduzierter Mobilität und ein Alter über 65. Unzureichende Aufnahme, vegetarische Ernährung, wenn es Pesco-Vegetarier sind, die haben ihren Fisch. Bei veganer Ernährung gibt es kein Lebensmittel, welches Vitamin D enthält. Wenn dann nicht die Sonne wirken kann, ist es problematisch. Es ist Malabsorption, Kurzdarm, hier ganz besonders die zunehmende Zahl von Menschen nach bariatrischer Chirurgie. Cholestase, Pankreatitis und die Zöliakie. Dann sind es die Komorbiditäten selber, die dazu führen, dass die Synthese reduziert ist oder ein gesteigerter Abbau. Man gibt es unterschiedliche Ansichten. Es sind Medikamente wie Rifampicin oder Antikonvulsiva oder Glukokortikoide. Und was häufig übersehen wird, es sind Nierenerkrankungen, also Chronic Kidney Disease, schon ab Stadium 3. Also wenn GFR kleiner 60, dann ist das ein Risikofaktor, der nicht zu unterschätzen ist. Es zeichnet sich immer mehr ab, dass gerade Patienten mit Nierenfunktionsstörungen häufiger schwere Verläufe haben. Und die haben eben auch, wohlgemerkt assoziativ, nicht kausal, wobei es inzwischen durchaus kausale Ansätze gibt, einen sehr niedrigen Vitamin-D-Status. Was heißt Vitamin-D-Status? Das heißt, es gibt Schwellenwerte zur Bestimmung des Status. Ein schwerer Mangel liegt unter 12,5 Nanomol, moderat bis 29, milder Mangel 30 bis 49. Und wenn Sie in die europäische Bevölkerung schauen, dann werden Sie das Gros der Bevölkerung, ganz besonders in den Wintermonaten, in dem Bereich des milden Mangels finden. Das sind Daten, die man auch daran festgemacht hat an verschiedenen Krankheitszeichen, die damit auftreten. Das fängt an von eingeschränkter Mobilität über die diffuse Knochenmuskelschmerzen als sehr frühes Zeichen einer Osteomalazie und geht bis hin zu Sturzhäufigkeit und Ähnlichem. Ausreichend, und ich habe da zwei Zahlen angegeben, größer 50 Nanomol, das kommt immer darauf an, welcher Fachgesellschaft Sie zuhören, ob es die Endokrinologen sind oder ob es die mehr Vitamin-D-orientierten Fachgruppen sind, die dann auch sagen, größer 75 Nanomol wäre besser. Ein Wert größer 250 Nanomol im Blut spricht für eine Überdosierung. Und nun gibt es die Frage therapeutischer Optionen beim Vitamin D. Das heißt, das ist meine Empfehlung, man sollte, bevor man jetzt ein Supplement nimmt. Ich würde mal die Menschen über 70 und vor allen Dingen Heimbewohner ausnehmen. Da kann man eigentlich immer von ausgehen, dass die schlecht versorgt sind. Sollte man den Status kontrollieren lassen? Das hat zwei Gründe. Der eine Grund ist, dass ich feststellen kann, habe ich einen moderaten Mangel, dann reichen mir die 800 Einheiten. Das Institute of Medicine empfiehlt 600 Einheiten. In Apotheken kriegen sie meistens 1000. Das ist auch kein Problem. Dann sollte das ausreichen. Wenn es aber der Mangel aber größer ist, wenn es unter 30 Nanomol ist, ja, kann man sich auch wieder streiten, ob es noch niedriger sein sollte, dann empfiehlt die Endocrine Society in ihren Guidelines in den USA 1500 bis 2000 Einheiten. Sie sehen auch, dass beide Fachgesellschaften unterschiedliche sogenannte Upper Level haben. Das IOM als maßgeblich, würde ich sagen, sagt bis 4000 Einheiten, das sagt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung auch, das sagen auch die deutschen Fachgesellschaften. Die Endocrine Society sagt bis 10.000 Einheiten pro Tag. Dahinter steckt ein bisschen die Überlegung, einmal Behandlung schwerer Mangel, einmal Bolusgaben. Das ist eine Sache, die heftig umstritten und heftig diskutiert wird.
sollte man statt 1000 Einheiten pro Tag 10.000 pro Woche geben. Ich habe dazu persönlich auch, was die Kenntnis der Literatur angeht, keine klare Meinung, weil dahinter steckt so ein bisschen die Idee, damit was gespeichert wird. Ich kann es nur noch mal betonen, Vitamin D wird dummerweise nicht gespeichert. Es wird gespeichert im Fettgewebe. Das ist das Problem der stark Übergewichtigen. Das ist im viszeralen Fettgewebe gespeichert, aber von diesem nicht mehr freigesetzt wird. Die stark Übergewichtigen haben sehr häufig eine deutliche Unterversorgung mit Vitamin D, unter anderem eben deshalb, weil sie das im Fettgewebe speichern und nicht mehr hergeben. Sollte man auch berücksichtigen. Deswegen bin ich der Meinung, die fraktionierte Gabe von 1000 Einheiten pro Tag bei moderatem Mangel ist die adäquate Maßnahme. Komme ich zum Vitamin A noch kurz. Das hat auch eigene Wirkung. Und die sind eigentlich sehr spannend, weil sie im Zuge der Pandemie übersehen wurden, während sie bei Masern-Epidemien hat man das näher untersucht. Und zwar braucht es Retinsäure, um ein sogenanntes Retinsäure-induzierbares Gen zu aktivieren. Dieses Retinsäure-induzierbare Gen erkennt virale RNA. Das heißt, es ist ein Faktor, der fremde RNA erkennt und dann sofort reagiert, indem Interferone gebildet werden, die sich dagegen richten. Das heißt, wir haben hier eine ganz selektiven, sehr frühen Aktivität von Vitamin A, wenn es um die Erkennung von Viren und die Abwehr von Viren geht. Und nun kann man eben zeigen, dass dieses retinoid-induzierbare Gen nur dann arbeitet, wenn die Vitamin-A-Versorgung ausreichend ist. Das braucht im Übrigen kein Vitamin D zu seiner Aktion, währenddessen umgekehrt Vitamin D in fast allen Fällen immer nur mit dem Vitamin-A-Rezeptor zusammenarbeitet. Das heißt, das erklärt die Tatsache, dass im Vitamin-A-Defizit, wie das in Ländern mit geringem Einkommen halt leider immer noch sehr häufig ist, vermehrt Virusinfektionen auftreten. Es geht um den Masernvirus und deswegen hat oder auch den Respiratory Syncytial Virus. Deswegen hat die WHO auch nicht nur empfohlen, sondern hat in ihrer Masernbekämpfung und Masernimpfung immer auch gleichzeitig die Gabe von Vitamin A mit eingebaut. Das wird immer kombiniert, um einmal die Impfwirkung zu verstärken und zum anderen eben auch die Kinder besser zu schützen. Ursachen für einen unzureichenden Vitamin A-Status. Ich würde sagen, erstens mal ist der Status schwer zu analysieren, weil wir keinen verlässlichen Biomarker im Blut haben. Und zweitens mal wird Vitamin A gespeichert. Und das Problem ist ein bisschen, wir wissen nie, wie gut die Speicher voll sind. Schon bei geringen Leberfunktionsstörungen wird das Vitamin A nicht mehr richtig freigesetzt. Und dann passiert etwas Paradoxes. Bei der Leberfunktionsstörung wird das Vitamin A gespeichert. Und dadurch, dass es nicht mehr freigesetzt wird, führt das zu Veränderungen der Zellen, in denen das gespeichert wird, der sogenannten Stellatumzellen, die dann fibrosieren. Das heißt, es kommt zu Veränderungen, die dann noch weiter dazu beitragen, dass die Vitamin-A-Versorgung schlecht ist. Das Gleiche gilt für Niereninsuffizienz. Und da müssen wir uns von einer alten Botschaft, die wir immer noch in verschiedenen Leitlinien finden, ein bisschen verabschieden. Der Patient mit einer Nierenfunktionsstörung hat häufig hohe Vitamin-A-Blutspiegel, sehr hohe. Die hat er aber nur begrenzte Zeit, nämlich bis die Leberspeicher leer sind. Und die Ursache liegt darin, dass er das Bindeprotein über die Niere verliert. Es kann nicht mehr richtig verstoffwechselt werden. Damit fehlen entsprechende Signale an die Leber, die dann ständig Vitamin-A ausschleust, was letztendlich auch zur Erschöpfung führt. Wir haben unzureichende Aufnahme bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, vor allen Dingen auch bei Mukoviszidose und Kurzdarm. Und wir haben es bei einseitiger Ernährung, bei Mangelernährung, bei Menschen, die in Armut leben und die eben keine wirklichen Vitamin-A-Quellen haben. Und auch, ich hatte das eingangs erwähnt, bei strenger veganer Ernährung. Das ist ein Problem, was leider viel zu häufig übersehen wird. Bei veganer Ernährung ist es nicht nur das B12, es ist Eisen, es ist Jod, es ist Zink. Das heißt, hier sollte etwas genauer hingeschaut werden. Die therapeutischen Optionen für Vitamin A gibt es nicht, weil wir den Vitamin A-Status erst dann im Mangel sehen, wenn die Leber so gut wie leer ist. Dann haben wir
die Grenzwerte von 0,7 Mikromol. Normalerweise liegen wir bei 2 bis 2,5. Das dauert aber sehr lange, bis dieser Spiegel abnimmt, weil Vitamin A homöostatisch reguliert wird. Es gibt keine Empfehlung. Ausnahme sind Länder mit geringem Einkommen, wo der Vitamin A-Mangel verbreitet ist. Da gibt es klare Empfehlungen für Kinder. Man kann sagen, mit einer ausgewogenen Mischkost ist die Versorgung gesichert. Wir müssen aber auch berücksichtigen, dass in Schwangerschaft und Stillzeit ein deutlich erhöhter Bedarf besteht und das Fehlen des Vitamin A die Lungenreifung beeinträchtigt, was häufig übersehen wird. So, die Frage, was nun? Wie gehen wir damit um in Corona-Zeiten? Wir wissen, dass die Vitamin-D-Versorgung schwierig ist, besonders für ältere Menschen. Und ich würde deswegen sagen, hier sollte eine Supplementierung empfohlen werden. Wird im Grunde genommen auch, weil die sonst die 800 Einheiten, die von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung als Empfehlung gegeben wurden, eben einfach nicht erreichen können und auch nicht täglich fetten Fisch verzehren. Auch hier vielleicht durchaus zu empfehlen, Vitamin D im Blut zu bestimmen, um zu gucken, wie ausgeprägt der Mangel ist. Versorgung mit Vitamin A, hatte ich gesagt, ist bei ausgewogener Mischkost, sollte es kein Problem sein. Und eins vielleicht, was auch nicht ganz unwichtig ist, es gibt keine Ernährung gegen Corona-Infektion. Interessant ist höchstens, dass man in einer relativ groß angelegten Studie gesehen hat, dass negativ getestete signifikant höhere Spiegel an Vitamin D hatten als die positiv getesteten. Ob das jetzt schon heißt, dass ein guter Vitamin D-Status mich vor Infektionen schützt, würde ich so mit größter Vorsicht nur sagen. Man muss allerdings auch dazu sagen, dass erste klinische Studien jetzt zeigen, dass eine rasche, da macht man eine Bolusgabe, eine rasche Normalisierung des Vitamin-D-Status die Mortalität senkt. Das heißt, hier haben wir tatsächlich erste Erfahrungen. Aus klinischen Studien sind weitere etwa 50 klinische Studien mit Vitamin D unterwegs. Und vielleicht werden wir dann dazu mehr erfahren. Worauf sollte geachtet werden? Gerade bei alten Menschen. Eines der, wenn Sie so wollen, ersten Signale ist der Verlust von Geschmack und Geruch. Und dass man eine SARS-CoV-2-Infektion hat. Und der führt oft zu einer geringeren Nahrungsaufnahme. Das heißt, auch hier gerade in Seniorenheim einfach mal hinsehen, wenn die Menschen anfangen, weniger zu essen, ja, kann das ein Zeichen sein. Ja. Dann sollte man, wenn es irgendwie geht, bei so einer Infektion auf eine gesunde, ausgewogene Ernährung achten. Mehr kann man nicht tun. Ja. Man kann vorübergehend, wenn die Nahrungsaufnahme wirklich schlecht ist, ein Multivitamin-Mineralpräparat in normaler Dosierung einsetzen. Das spricht nichts dagegen. Das kann man zusätzlich zu dem Vitamin D machen, weil die Menge an Vitamin D in den Multivitaminpräparaten noch bei den alten Empfehlungen, nämlich bei 5 Mikrogramm, liegt. Das heißt, auch zu beachten ist, dass nach der Erkrankung gerade bei Älteren ein hohes Mangelernährungsrisiko besteht. Weil dann wird nicht richtig gegessen, der Organismus hat enorm viel Energie verbraucht, die das Immunsystem brauchte, sodass man also da durchaus ein Problem haben kann. Nächstes Problem sind die Kinder, die sind im Lockdown auf häusliche Ernährung angewiesen. Das muss jetzt nicht heißen, dass die häusliche Ernährung schlecht ist, aber gerade in armen Familien, wo wir bisher eine Ernährung in den Schulen hatten, auch nicht immer gesichert, ja, führt das zu zunehmenden Problemen, Kinder ausreichend zu ernähren. Und wenn man sich ansieht, was die UN jetzt in einem umfangreichen, sehr, sehr guten Bericht gezeigt hat, es sind 370 Millionen Kinder, die auf Schulspeisung angewiesen sind. Schulspeisung, die jetzt ausfällt und bei uns im Übrigen auch. Und es wird einfach unterstellt, macht nichts, die können ja jetzt zu Hause essen. Das häusliche Essen kann das oft nicht leisten. Ja, wenn man sieht, Deutschland, Österreich, Schweiz, ich habe den Ring drum gemacht, da liegen keine Daten vor. Ja, also wir leisten uns da durchaus, ja klar, ich sage immer, weil nicht sein kann, was nicht sein darf. Wir sind eins der reichsten Länder der Welt, warum sollte es bei uns Mangelernährung geben? Weit gefehlt, wenn man genauer hinsieht, wird man sie entdecken. Und die UN hat deswegen einen ganz spannenden Ansatz. Die hat gesagt, es kann nicht sein, dass wir nur an den Sozialsystemen schrauben oder dass wir nur
an den Gesundheitssystemen schrauben. Wir müssen die vernetzen, die Ernährungssysteme, die Sozialschutzsysteme und die Gesundheitssysteme, um wirklich zu erreichen, dass eben Risikogruppen, insbesondere auch Kinder und Familien, besser vor unzureichender Ernährung geschützt sind. Wenn das mal ein paar Tage ist, kein Problem. Aber wir sprechen von einem Lockdown, der eben über Wochen geht und von Schulschließungen, die über Wochen gehen. Und auch hier hat der Beirat ganz stark darauf hingewiesen, dass hier etwas passieren muss. Und wenn Sie in die Medien schauen oder den Politikern zuhören, das Thema Ernährung ist nicht präsent. Ja? So, damit bin ich am Ende und danke für Ihre Aufmerksamkeit. Herr Bisalski, Sie haben uns einen ganz hervorragenden Beitrag gegeben, der uns dennoch ernüchtert auch zurücklässt, weil Sie am Ende sagen, was wir brauchen, ist eine ausgewogene Ernährung und über die Vitamin-D-Substitution müssen wir uns Gedanken machen. Sie haben die Empfehlung gegeben für Ältere, 1000 internationale Einheiten pro Tag, auch möglicherweise ohne Bestimmung des Spiegels, weil man einfach davon ausgehen kann, dass es einen Mangel gibt. Das ist eine der Fragen, die öfters gestellt wurden. Diejenigen, die wenig Fisch essen oder gar keinen Fisch essen, auch ohne Bestimmung des Vitamin-D-Spiegels in den Wintermonaten 1000 Einheiten pro Tag. Kann das so stehen bleiben? Ja, also der Anteil von Fisch, das hatte ich ja gesagt, der liegt etwa bei einem Viertel der Vitamin-D-Versorgung, die wir brauchen. Ja? Das heißt, wenn man sehr viel Fisch isst, also kann ich jetzt auf mich beziehen, ich esse Fisch nicht, weil ich Vitamin D brauche, sondern weil ich ihn gerne esse, dann kann das ein bisschen mehr sein. In den Wintermonaten gibt es Probleme mit der Sonne. Ja, ich habe gerade gesagt, die alternde Haut kann es gar nicht mehr oder ganz, ganz viel schlechter. Jüngere Menschen können auch in den Wintermonaten in die Sonne gehen und erreichen dadurch eine gewisse Synthese, sodass ich sagen würde, das ist nicht zwingend nötig. Es muss jetzt nicht jeder die 1000 Einheiten einwerfen. Ja? Selbst wenn gar kein Fisch verzehrt wird, wer unsicher ist, dem würde ich empfehlen, den Hausarzt mal zu bitten, bei einer Blutentnahme das Vitamin D mitbestimmen zu lassen. Frau Seibert-Gräwe, ich verstehe Sie nicht. Sie haben Ihr Mikrofon aus. Sie haben Ihr Mikrofon ausgeschaltet. Sie müssen einmal Sie jetzt, müssen ja. auf dem Stuhl halten. Okay. Ja, jetzt ja. müsste es gehen. Ja. Ja, eine andere Frage betrifft die Impfwirkung. Ist der Vitaminstatus oder kann die Impfwirkung davon vom Vitaminstatus abhängen? Das ist eine sehr gute Frage, ist nicht untersucht. Ich würde sagen, ein guter Status ist sicherlich eine Unterstützung fürs Immunsystem, was nicht heißt, dass ein schlechter Status die Impfwirkung dann in irgendeiner Weise relativiert. Ist mir nicht bekannt, aber ist sicherlich eine wichtige Frage. Wird die untersucht werden? Ich denke mal, es gibt fast nichts, was in Corona-Zeiten nicht untersucht wird. Ich denke mal, das wird man sich angucken, wenn man genügend Geimpfte hat und vor allen Dingen genügend Wissen um die Impfreaktion, was die Antikörperbildung angeht. Dann wird man nochmal genau hinsehen, hat das was mit Vitamin D-Status zu tun. Zu dem Geld, was jetzt oder zu den Mitteln, die jetzt zur Verfügung stehen für verschiedene Forschungsprojekte, ist denn in Anbetracht der Tatsache, dass vielleicht die Schulschließungen dazu führen, den Ernährungsstatus der Kinder noch mehr zu verschlechtern, ist da eine Untersuchung geplant, wenn die Kinder wieder in die Schule gehen? Leider nein. Nein. Also das kann ich definitiv sagen. Es gibt zwar die großen Untersuchungen an Kindern, die Kriegsstudien, erste und zweite Welle, die unter anderem eben gezeigt haben, dass Kinder aus sozial schwachem Niveau deutlich häufiger übergewichtig sind. Aber da ist so gut wie gar nichts geplant. Ich meine, das geht so weit, dass man im Grunde genommen auch über Schulernährung im Moment
kaum diskutiert, viel mehr Föderalismus lebe hoch, sagt, dass ich mit Sache der Bundesregierung, das müssen die einzelnen Länder selber entscheiden. Und wenn man dann jetzt mal, der Beirat hat sich dazu ganz klar geäußert, dass der wissenschaftliche Beirat des Ministeriums gesagt hat, wir sollten, so wie in Schweden, eine kostenneutrale, also eine kostenlose Ernährung in Ganztagsschulen und Kindertagesstätten haben. Ich will dazu ein Beispiel bringen, wo man sieht, was Corona macht. In Großbritannien können Familien mit geringem Einkommen Anträge stellen, dass sie die Ernährung kostenlos bekommen. Das sind im Moment 1,4 Millionen Betroffene, die kostenlose Ernährung in den Schulen bekommen. Im Zuge der Corona-Pandemie sind 1 Million neue Anträge dazugekommen. Das heißt, von Eltern, die das bisher hingekriegt haben, die verdient haben, die das Essen finanzieren konnten, die jetzt feststellen, es gilt nicht mehr. Ja? Da ist Großbritannien großer Vorreiter. Ich will auf eine Maßnahme in den USA eingehen, die beeindruckend ist. Man hat alle Kinder, die vorher mehr oder weniger eine kostenfreie Ernährung mit entsprechenden Marken oder Belegen bekommen haben, die hat man erfasst in den Schulen. Diese Kinder werden jetzt in verschiedenen Bundesstaaten in den USA kostenlos beliefert mit weiterem Schulessen. Das heißt, die Schulen kochen weiter, die Kantinen sind zwar geschlossen, aber die Kinder, die betroffen sind und die diesen Bonus haben, werden mit Mittagsmahlzeiten, also eine Mahlzeit pro Tag, beliefert. Da sind wir weit entfernt davon. Man muss sich natürlich bei Ihren Daten, die Sie gezeigt haben, zu den Kindern auch die Frage stellen, überhaupt sind es nur die Kosten, die zu Ernährungsmängeln führen, oder ist es nicht auch das Wissen und die Zeit, die es heutzutage nicht mehr erlauben, so wie vielleicht früher möglich, das Essen zuzubereiten? Zweifellos. Nur ich sage das immer wieder. Wir können an der Ernährung am schnellsten drehen, wenn wir zum Beispiel modellkostenneutrale Versorgung in Kindertagesstätten und Ganztagsschulen durchsetzen, wie das in Schweden seit 30 Jahren der Fall ist. Und die Schweden zeigen uns, dass im Grunde genommen die Folgekosten von Fehlernährung wie Diabetes bei Kindern und Übergewicht bei ihnen deutlich runtergegangen sind. Das heißt, wir würden sogar noch Geld sparen, wenn wir es konsequent genug machen würden. Zwischendurch mal die Alten erwähnt, die betrifft es ja in gleicher Weise. Ja? Da gibt es Essen auf Rädern. Ja? Kinder essen auf Rädern wäre im Grunde genommen auch was. Aber nochmal zurück, das spielt mit eine Rolle. Es spielt eine ganz große Rolle, ist auch gut in den USA untersucht, gibt es bei uns auch, das sogenannte obesogene, also das Übergewicht produzierende Umfeld. Wenn Sie hintereinander 3 Fastfood-Läden haben, ist verständlich, dass die Kinder auf dem Weg von der Schule oder zur Schule da einkaufen. Ja, schmeckt ja auch nicht schlecht. Ja, das darf man nicht vergessen. Aber es hat eben auf Dauer mit gesunder Ernährung zu tun. Wenn ich das mal mache, einmal in der Woche oder weiß der Kuckuck, 2-mal in der Woche eine Pizza, spricht überhaupt gar nichts dagegen. Ja, es geht darum, dass durch die soziale prekäre Lage dieser Familien eben ein Essen, was mehr als 3 Euro kostet, pro Tag nicht finanzierbar ist. Ein Zuhörer fragt noch, ob der mögliche Vitamin-A-Mangel, der schlecht zu detektieren ist, wie Sie gesagt haben, ob sie das durch Trinken von Karottensaft ausgleichen kann. Und das führt mich zu der generellen Frage, können wir statt Obst und Gemüse zu kauen und zu essen, die Säfte trinken? Ja, also das mit der Karotte ist mir immer ganz wichtig. Das Beta-Carotin in der Karotte, das können wir nur aufnehmen, wenn wir die Karotte entsaften. Weil das ist eingepackt in Stärkekugeln. Ja? Und die Stärke können wir nicht knacken. Das heißt, wenn wir die rohe Karotte futtern, das ist gut. Das ist auch, was die Kalorien angeht, weniger. Es sind mehr Ballaststoffe. Aber der Saft ist einfach die Lösung. Da gebe ich völlig recht. Morgens ein Glas Karottensaft ist sicherlich eine gute Maßnahme. Da kann ich mir dann auch noch eine Orange und weiß der Kuckuck was dran machen, um das noch ein bisschen anzureichern, ist sicherlich ein guter Weg, um einem Vitamin-A-Defizit vorzubeugen. Gerade wieder bei älteren Menschen, wo es dann mit dem Kauen Probleme gibt, kann man durchaus empfehlen, vieles über Säfte zu machen.
Auch dazu muss gesagt werden, eine ausgewogene Mischkost heißt nicht, dass ich jeden Tag dieselbe Portion Gemüse esse oder auch in derselben Zubereitung, sondern eben in der Variation, mal gekocht, mal gedünstet, mal roh und so weiter, da liegt letztendlich das Geheimnis. Und dazu gehören eben auch durchaus Säfte. Noch eine letzte Frage, Herr Bisalski, von mir hinsichtlich der Altenheime und der Klinikskost. Es kommt ja eine Studie nach der anderen, die letzte war in Lancet publiziert, wie wichtig eine gesunde Ernährung bei den alten Menschen ist und bei den Patienten in den Krankenhäusern. Und wir haben, glaube ich, alle die Erfahrung gemacht, dass es trotz dieses Wissens eher schlechter als besser wird. Und die Frage ist, warum tun wir nichts dagegen? Warum gibt es nicht klare Vorschriften, klare Ernährungsvorschriften, wie in Krankenhäusern und in Altenheimen zu kochen ist? Es hat sich in den letzten 30 Jahren nichts geändert, zumindest nicht zum Besseren geändert. Ja. Also ich will mal so sagen, ich habe das aufgrund verschiedener Umstände fast ein Jahr lang erlebt. Ja, ich nicht selber, sondern bei Angehörigen. Wie die Krankenhauskost aussieht. Die leichte Vollkost ist der direkte Weg in den Mangel. Ja, das spottet jeder Beschreibung. Das hat mit gesunder Ernährung überhaupt gar nichts mehr zu tun. Ich kann Ihnen nicht sagen, warum es so ist. Es müsste nicht so sein. Es ist bekannt, ja, dass in den Kliniken die Ernährung eben nicht als gesunde Ernährung bezeichnet werden kann. Wir führen jetzt ein Qualitätsstandards für Kindergärten. Wir brauchen Qualitätsstandards für Kliniken. Und daran müssen Kliniken gemessen werden, wenn es um Ernährung geht, ob sie die Qualitätsstandard umsetzen. Das tun sie leider nicht. Ja? Also deswegen ist das ein ganz wichtiger Aspekt. Ich will auf zwei Fragen ganz kurz eingehen. Tiefkühlkost ist durchaus, wenn wir von normal eingefrorenem Gemüse, Obst und so weiter sprechen, ist durchaus etwas, was man empfehlen kann. Es ist nämlich häufig relativ frisch, ja, hat nicht lange gelegen. Im Speziellen für Fisch gilt das natürlich, sodass man das durchaus empfehlen kann. Und es kommt noch eine andere Frage, der direkte Bezug eben zu gesunder Ernährung ist ein Bezug zur Förderung von Bildung. Klar, das spielt eine große Rolle. Nur dazu müssen Sie die Menschen erreichen, die Sie bilden wollen. Und solange ich sie nicht erreiche, kann ich wenigstens an der Schraube Ernährung drehen und Ihnen damit vielleicht dokumentieren, dass man durch gesunde Ernährung tatsächlich auch, wenn es um die Kinder geht, was tun kann. Und wir haben auch durchaus, auch das war ganz am Anfang eine Frage, das stimmt. Bei Alleinerziehenden ist häufig die Mutter die schlechte Ernährte, weil sie durchaus, und das darf man unterstellen, ein Interesse daran hat, ihre Kinder ausreichend zu ernähren. So, jetzt das. Ja, vielen Dank, Herr Bisalski, für Ihre hervorragende Stellungnahme, auch nach Ihrem sehr guten Vortrag. Sie sind der medizinischen Gesellschaft lange schon verbunden durch Ihre Vorträge und durch die Buchbeiträge, die wir gemeinsam gemacht haben. Und wir sind sehr froh, dass wir Sie heute trotz Online und trotz Technik hier zu Ihrem Vortrag, für Ihren Vortrag gewinnen konnten. Und ich danke Ihnen auch im Namen von Herrn Junginger sehr. Herr Junginger wird gleich auch noch etwas sagen. Herr Junginger, ich hoffe, ich kann die Hinweise zuerst geben. Also das geht an die Zuhörer. Das Halbjahresprogramm der medizinischen Gesellschaft liegt Ihnen, glaube ich, allen vor. Der nächste Vortrag wird am 3.2. stattfinden. Das neue Plakat sehen Sie. Der Vortrag wird gehalten von Frau Professor Jäger, Chefärztin der Onkologie in Frankfurt. Und der Vortrag beschäftigt sich mit der seelischen Situation onkologischer Patienten. Wir würden uns über Ihre Teilnahme sehr freuen. Das Anmeldeverfahren läuft weiterhin über den Link auf der MGM-Homepage. Also bitte nicht mehr Mails an mich schreiben. Wenn Sie noch kein Mitglied sind, und wir haben heute sehr viele
Zuhörer gehabt, dann können Sie jederzeit und sehr gerne, insbesondere in diesen Zeiten, Mitglied werden. Sie finden dazu die Informationen ebenfalls auf der Homepage der MGM. Das ist die Homepage mg-mainz.de. Oder Sie schreiben mir in diesem Fall eine E-Mail, dann werde ich Sie mit den notwendigen Informationen versorgen. Herr Junginger, wollen Sie vielleicht jetzt das sagen, was Sie sagen mögen? Ich weiß nicht, können Sie mich hören? Ja. Ja, dann will ich nicht viel sagen, aber ganz wesentlich möchte ich doch zunächst Herrn Professor Bisalski danken für seinen hervorragenden Vortrag. Er hat alles Wesentliche, denke ich, aus meiner Sicht gesagt und das Unwesentliche weggelassen. Und auch Ihnen, Frau Seiber-Grafe, für die gute Moderation, dass Sie uns gut durch den Abend gebracht haben. Und vor allem dank der Hilfe auch von Herrn Hasenclever, der wieder, ich würde jetzt schon sagen, in bewährter Weise uns die Technik erlaubt hat. Ich wünsche allen, dass Sie viel Informationen mit nach Hause nehmen und sich gesund ernähren und dadurch gesund bleiben. Und dass wir uns dann vielleicht im nächsten Monat mit Frau Jäger, wo es um die Seele geht, die ja immer wieder betroffen ist bei Erkrankung und gerade auch bei Leid, wiedersehen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und nochmals vielen Dank für diesen Vortrag. Vielen Dank zusammen. Alles Gute. Auf Wiedersehen. Ja, schon Prost.